It was at this moment he knew. He fucked up. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Heute zeige ich euch, wie ihr mit ganz wenig Zeit und wenig Geld euch ganz viel Ärger sparen könnt und ob es überhaupt möglich ist, die Insta360 One X2 zu reparieren. Wenn ja, was kostet es? Wenn nein, wie stellt man das Ganze an, wenn ihr eure Linsen beschädigt habt? Welche Erfahrungen ich gemacht habe und mit welcher Lösung ihr am besten vorankommt, gibt's gleich nach dem Intro. Zurück und wie ihr erkennen könnt, hat sich einiges bei mir hier geändert. Der Hintergrund hat sich verändert, aber auch die Räumlichkeiten haben sich verändert. Und ich bin noch ein bisschen mit dem Licht am herum experimentieren. Ich habe hier zunächst hier nur die Softbox installiert. Hier links drüben habe ich noch meine Nano Leafs laufen. Die geben hier so ein eher bläulich-grünliches Licht. Mal schauen, wie das aussieht. Also ich habe hier begrenzt Platz. Ich würde mir am liebsten hier noch so eine Spitze setzen, die hier von links hinten mich so ein bisschen anstrahlt, um mich so ein bisschen vom Hintergrund hervorzuheben. Aber die neue Räumlichkeit hat wenig Platz. Also unsere Wohnung ist gleich geblieben. Wir haben das nur jetzt so gemacht. Vorher gab es ein YouTube-Studiozimmer und ein Arbeitszimmer, wo ich und meine Partnerin zusammen an einem ganz langen Tisch gesessen haben und gearbeitet haben. Problematik war, dass ich viel geschnitten habe und das hat genervt. Kopfhörer die ganze Zeit stundenlang aufzuhaben, ist auch nicht schön und drückt irgendwann mal. Und dann haben wir uns halt entschlossen, dass wir die Räumlichkeit trennen. Das heißt, dieses Zimmer ist jetzt mein YouTube-Fotostudio-, Video- und Arbeitszimmer. Und das andere ursprüngliche YouTube-Zimmer ist jetzt das Arbeitszimmer von meiner Partnerin und Frau. Dementsprechend musste ich mich hier so ein bisschen arrangieren. Mir gefällt es noch nicht ganz so, wie ich es gerne haben wollen würde. Aber zunächst soll es erstmal reichen. Ich muss Content liefern. Habe es schon 3 Wochen lang nicht gemacht. Aber genug von meinem privaten Mist. Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema, zu Insta360. Hier ist meine Insta360 One X2 drin. Und neu, in Hochglanz, keine Kratzer, kein gar nichts. Hier hat man so einen schönen, flauschigen Samtstoffbezug, der sich natürlich auf die Linse legt, wenn ich die verschließe. Da ist auch noch Platz für einen Ersatzakku. Sieht noch sehr jungfräulich aus, so sah sie aber nicht immer aus. Daher kommen wir jetzt auch direkt zum Vorfall, was genau passiert ist und welche Lösung ich für euch habe. Aufgenommen mit der Insta360 One X2 aus dem Jahre 2021. Urlaub in Ägypten, Sinai-Halbinsel. Kurz vorweg, wir befinden uns hier auf einer Schnorcheltour. Wir waren am sogenannten Blue Hole tauchen und dann sind wir etwas weiter mit den Booten rausgefahren zu einem verlassenen Strand, Hippie-Strand, wo wir auch nochmal tauchen gewesen sind. Und Ziel meiner fotografischen und videografischen Geschichte in diesem Urlaub war natürlich, diesen Urlaub so ein bisschen aufzuzeichnen und daraus ein Travel-Video zu machen. Daher natürlich muss überall meine Kameraausrüstung mit oder zumindest, wenn wir auf Reisen sind, mein Kamerarucksack. Und da entscheide ich vor der Reise natürlich vorher, das zeige ich euch auch mal, was ich in meinem Rucksack habe. Also da kommt ein extra separates Video. Und da entscheide ich immer vor der Reise, was ich eigentlich mitnehme und was ich eigentlich erreichen möchte. Möchte ich mehr fotografieren oder Videos machen oder möchte ich beides machen? Und in der Regel kann ich nicht eins werden mit meinem Gewissen, deswegen nehme ich immer Zeug mit für Video und Zeug mit für Fotografieren. Mein Gott, ich schweife wieder ab. Kommen wir wieder zurück zu dem eigentlichen Video, und zwar dem Insta360 One X2 Video, in dem dieser eine Vorfall passiert ist. Wir haben gerade eine richtig coole, irre Jeepfahrt hinter uns gebracht, wo zum einen wir auf einer Ladefläche ungesichert über die Wüste gerauscht sind, zurück zu den Booten, weil unsere Tour vorbei war und wir mussten halt in etwa, ich würde sagen,
3 bis 5 Kilometer, wo wir über so eine Schotterwüstenpiste gefahren sind. Zu 6, meine ich, oder sogar zu 8 waren wir auf der Ladefläche. Seht ihr jetzt hier im Video. Und das hat eigentlich super viel Spaß gemacht. War mal was anderes. Dann gab es Aufnahmen, Shots von einem Schäferhund, von einem der Guides, der seinen Schäferhund immer dabei hat. Und der fährt natürlich nicht im Auto mit, auch nicht auf der Ladefläche, sondern auf der Motorhaube. Gefährlich, aber anscheinend, ja, dem Hund macht Spaß und dem Guide natürlich auch. Ich hoffe, das geht noch lange, lange Zeit gut. Auf jeden Fall super coole Eindrücke haben wir gemacht, wie ihr sehen könnt. Und dann ging es, wie gesagt, zurück zu den Booten. Dort haben wir uns angestellt. Jeder Guide hat seine Gruppe gerufen und dann wurden wir auf diese Boote verfrachtet. Aber die Boote stehen am Strand und die haben einen recht hohen Bug. Und deswegen haben wir uns extra solche selbstgebastelten Stufen vor das Boot gestellt. Und ihr ahnt es, was kommen wird. Folgende Situation. Ich stehe und warte dort in der Schlange und habe schon die Insta360 eigentlich ausgemacht. Und ich dachte mir, es kommt doch auf die kleinen Dinge an. Wie besteigen wir gerade das Boot, bevor es losgeht? Und die Eindrücke von den wartenden Leuten, den Booten, die sie gerade alle am Besteigen sind. Und ich dachte, ah, komm, das musst du aufnehmen. Hab die Kamera angemacht und hab den normalerweise hinten am Rücken im Rucksack drin gehabt. Aber in dem Fall dachte ich mir so, komm, nimmst du den mal das eine einzige Mal in die Hand, den Selfie-Stick. Sonst habe ich den immer schön gerade im Rucksack, der hängt dann über meinen Kopf. Und ihr wisst, in Ägypten sind Drohnen verboten, deswegen so ein 3- oder 5-Meter-Stick sogar, ich weiß nicht, ich meine, es war ein 3-Meter-Stick, Selfie-Stick. Einfach hinten in den Rucksack packen und dann sieht das immer sehr cool aus, so als würde man, ja, so eine Verfolgerdrohne hinten dran haben. Gesagt, getan, dieses Mal habe ich aber beim Besteigen, habe ich den Selfie-Stick in die Hand genommen und es kommt, was kommen musste oder ja, das ist halt einfach passiert. Anscheinend in der Zeit, wo die ersten Leute in das Boot gestiegen sind, hat sich durch die leichten Wellen da noch was unter die Treppen gespült. Ich gehe auf die Treppe runter mit meinem Kamerarucksack und auf einmal kippt die Treppe irgendwie nach vorne links. Ich natürlich gerade mit dem Fuß wollte ich drüber steigen in das Boot, also über diese Reling oder diesen Rand am Bug. Und in dem Moment klappt das alles zusammen. Ich falle kopfüber runter. Der glücklicherweise hat der Guide nicht mich aufgefangen, aber mein Kamerarucksack, sonst wäre mein Kamerarucksack mit mir ins Meer gestürzt. Wäre noch schlimmere Katastrophe geworden. So ist es so folgendermaßen passiert. Er hat mich am Rucksack gepackt, das sieht man auch im Video. Ich versuche euch verschiedene Einstellungen jetzt da einzublenden. Aber durch dieses am Rucksack festhalten von dem Guide bin ich nicht volle Möhre mit meiner Fresse in den Sand gefallen, sondern nur mit meiner Schulter dann, mehr oder weniger, und wurde halt abrupt von ihm gebremst und vom Seil, glaube ich, am Boot, meine ich. Aber die Kamera in der linken Hand, die Insta360, ist volle Möhre in den steinigen Sandstrand gefallen, mit der einen Seite komplett nicht zerschreddert, nichts gebrochen. Da hat sie echt gut gehalten, aber lauter kleine punktuelle Kratzer. Ich blende euch mal den Schaden ein. Es sind halt ganz kleine punktuelle Kratzer auf der Linse gewesen, die halt an sich das Bild nicht unbrauchbar gemacht haben. Aber in bestimmten Situationen, je nachdem wie die Sonne geschienen hat, hat man natürlich das deutlich im Bild gesehen, den Schaden. Und eigentlich war der Urlaub für mich gelaufen. Es hat mich tierisch geärgert. Die Kamera hat ja damals um die 500, 600 Euro, meine ich, gekostet. Ja, super ärgerlich. So viel zu dem Vorfall und dem Unfall und zu dem Schadenshergang oder Schadensverlauf. Kommen wir jetzt zu dem wichtigsten Thema, kann man das selber reparieren? Gibt es da irgendwelche spezielle Lösungen, die man schnell, einfach, kurzfristig selbst erledigen kann? Und die kurze und knappe Antwort, nein. Also es gibt bestimmt irgendwo eine Do-it-yourself-Lösung. Also wenn man in YouTube sucht, dann findet man eine Do-it-yourself-Anleitung. Also ich habe da ein, zwei Videos gefunden, die aber gelinde gesagt nicht die beste Lösung sind. Und ich meine, es gibt auch nicht mehr diese Self-Repair-Kits für die One X2. Man kann sie noch irgendwo bestellen, bekommen. Ich würde euch aber davon abraten. Und das bringt uns direkt zu dem Punkt, wie habe ich es jetzt gemacht? Neben der zerkratzten Linse und des Gehäuses war mein 60 Euro oder 80 teurer 3 Meter Carbon-Selfie-Stick auch im Eimer, komplett zerschreddert. Was habe ich gemacht? Welche Lösung kann ich euch vorschlagen? Was ist die beste Lösung? Und ich sage euch eins, das Beste ist es,
Ihr wendet euch an einen autorisierten Händler von Insta360 und da gibt es, so viel ich weiß, in Deutschland nur einen und das ist Solectric. Blendet euch die Adresse ein. Wenn ihr einen Schaden an euer Insta360 habt, dann könnt ihr euch an diesen autorisierten Händler von Insta360 wenden. Ihr ruft da an oder schreibt eine E-Mail, dann bekommt ihr so eine sogenannte RNA oder RMA-Nummer. Das ist dann eure Reparaturnummer. Ihr müsst dann auf eigene Kosten die Insta360 dorthin schicken. Vorab könnt ihr klären per E-Mail, ob mit Akku oder ohne Akku, ob mit Speicherkarte oder ohne Speicherkarte, je nachdem welcher Schaden da bei euch entstanden ist. Vielleicht funktioniert ja nicht mehr der SD-Karten-Slot bei euch oder der Akku hat einen Fehler und die Kamera springt nicht mehr an, je nachdem was ihr für ein Problem hattet. Und so ist es bei mir dann gewesen, dass ich nur das Gehäuse, also die Insta360 One X2 ohne Akku und ohne SD-Karte eingeschickt habe. Alles natürlich vernünftig verpackt. Und ich glaube, das Ganze hat schon 2 Wochen knapp gedauert, bis ich die Kamera wieder zurückbekommen habe. Das Ganze hat dann 135 € brutto gekostet, also inklusive Mehrwertsteuer und dem Arbeitsaufwand. Und was genau wurde bei mir dann repariert? Anscheinend wurde gar nichts repariert, sondern die ganze Kamera ausgetauscht. Woran habe ich das festgemacht? Also kaputt bzw. zerkratzt war diese Seite inklusive der Linse. Und hier ein paar Schäden und wie ihr sehen könnt, da ist jetzt nichts mehr, komplett sauber. Die Seite war in Ordnung, zurückgekommen ist sie auch mit einer Schutzfolie. Und auf der Rechnung ist aufgeschrieben, dass das Kameramodul ausgetauscht worden ist. Das heißt, es muss irgendwie der obere Bereich mit den 2 Linsen ausgetauscht worden sein, indem man das Gehäuse hier vermutlich aufgemacht hat und dann das Kameramodul gewechselt hat. Das Problem ist aber, anscheinend ist das komplett neu, weil auch meine andere Seite hatte ganz feine Kratzer, die konnte man fast gar nicht sehen, aber man hat es gesehen, ja, dass die Kamera wurde irgendwann mal benutzt. Die Seite war komplett zerstört. Was heißt zerstört? Also zerkratzt. Also ist nicht nur das Kameramodul erneuert worden, sondern eben auch das Gehäuse hier und hier auch. Und dann lag meine Vermutung nahe, dass dieser Kameramodul tauscht, das zeige ich euch jetzt übrigens auch in der Rechnung. Da könnt ihr auch sehen, was die Arbeitsstunden gekostet haben. Und das Kameramodul 92 € brutto oder netto müsste da auf der Rechnung auftauchen. Und dann noch irgendwie 30-40 € paar gequetschte für die Berechnung der Arbeitszeit. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, dass ich vermute, dass ich da anscheinend ein komplett neues Gerät erhalten habe oder ein Austauschgerät. Ich konnte nicht mehr die Kamera mit meinem Handy koppeln. Und dann stellte ich fest, es ist eine komplett neue Seriennummer. Um hier mal direkt schnell auf den Punkt zu kommen, ich musste meine Insta360 One X2 nicht nur komplett neu anmelden in meinem Handy, in meiner Insta360 App, sondern auch komplett neu registrieren, weil eine komplett andere Nummer dahinter stand. 135 € für ein neues, komplett neues Gerät. Ich bin ja super dankbar. War auf jeden Fall Lehrgeld, denn diese Lensgrads, obwohl die das Bild ja bekanntlich etwas verschlechtern, wären sie Gold wert gewesen an diesem besagten Tag und der Urlaub wäre gerettet gewesen und ich hätte keine 136 Kröten für die Reparatur ausgeben müssen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, lässt sich die Insta360 One X2 reparieren? Ja, offiziell definitiv. Und ich würde es auf jeden Fall bei diesem autorisierten Händler machen. Dann werdet ihr auf jeden Fall längerfristig damit glücklich. Deswegen, wie gesagt, Lensgrads kaufen für 19 oder 24,99. Zusätzlich so ein schönes Case, damit die Kamera immer in Samtpfoten eingepackt ist. Wenn ihr sie transportiert, dann kann auch gar nichts passieren. Ja, so viel zu diesem Thema. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Noch mehr würde ich mich über ein Abo freuen. Damit unterstützt ihr nicht nur mich, sondern meinen Kanal. Und ich kann euch noch mehr coole, hilfreiche Tipps aus dem Leben eines Fotografen und Videografen zeigen. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video eifrig einschaltet und zuschauen würdet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!